Bei Fernstudium direkt gab es letzte Woche eine Themenwoche zum Thema Abbruch eines Fernstudiums. Mit täglichen Blogbeiträgen und unter anderem als Besonderheit wurde auch eine Infografik zum Abbruch eines Fernstudiums veröffentlicht, die ich mir jetzt mal gemeinsam mit euch anschauen möchte. Auf den ersten Blick wirkt diese Infografik vielleicht recht voll und auch recht unübersichtlich. Wenn man sich ein bisschen intensiver damit beschäftigt, sieht man doch, dass da eine ganze Menge mit drin steckt und ich möchte mal verschiedene Pfade einfach mit euch durchgehen. Hier grün umrandet gibt es im Grunde genommen vier verschiedene Gründe für einen Abbruch, die als Startpunkte dienen für diese Infografik. Als erster Punkt hier die Feststellung, ich kann Beruf, Familie und Fernstudium nicht miteinander vereinbaren bzw. halt nicht mehr miteinander vereinbaren. Da kann es dann verschiedene Gründe geben, warum das der Fall ist. Es kann eine neue Lebensphase sein, die begonnen hat, oder es kann auch sein, dass man einfach keine Zeit mehr findet. Beides kann auch dazu führen, dass es der Eindruck entsteht, sich beruflich neu orientieren zu müssen. Und daraus würde dann als Konsequenz hier abgeleitet, dass erstmal ein Praktikum absolviert werden soll, um halt einen Praxiseindruck zu bekommen. Andererseits, wenn keine Zeit mehr besteht, könnte auch die Lösung sein, eine etwas längere Pause einzulegen. Ja, so geht es dann nicht auch weiter. Es gibt noch andere mögliche Einstiegspunkte, zum Beispiel falsche Vorstellungen vom Studium, sich in seiner Rolle als Student unwohl fühlen oder aber auch nicht genug auf die Prüfung vorbereitet zu sein. Für jeden dieser vier Gründe gibt es dann verschiedene Verzweigungen, die letztlich zu Ergebnissen führen können. Was ich nicht gefunden habe, ist hier das Ergebnis grundsätzlich, das Studium abzubrechen, gar nichts mehr zu machen. Eher geht es hier halt eine Pause zu machen, ein Praktikum absolvieren, vielleicht eine andere Form der Weiterbildung zu wählen, die möglicherweise mehr Präsenzanteil hat, zu schauen, ob ein anderer Abschluss eher das Richtige sein könnte, das Lernverhalten zu überdenken, vielleicht da anders ranzugehen oder sich einer Lerngruppe anzuschließen, insgesamt hier sich mit anderen auszutauschen, wie es ja zum Beispiel auch bei fernstudiuminfos.de geht, oder aber auch die Konsequenz, sich professionelle Hilfe zu suchen, wie zum Beispiel in Form eines Coachings. Wie gesagt, es gibt ja meistens mehrere verschiedene Verzweigungsmöglichkeiten und wenn ihr überlegt, euer Fernstudium abzubrechen, dann kann diese Grafik durchaus hilfreich sein. Es kann sich halt auch lohnen, sich mit anderen auszutauschen, wie gesagt im Forum oder noch weitere Infos zu den einzelnen Punkten zu erfragen. Ja, mich würde interessieren, was ihr so von dieser Infografik haltet und inwiefern die euch halt auch weiterbringen könnte. Nutzt dazu gerne das Kommentarfeld.